Jo, servus Freunde. Ich möchte heute mal was aufstellen. Ich habe da was Neues. Das habe ich schon vorher gesehen gekriegt im Oktober von Van Tigris. Nämlich ein Tab und ein Mückenschütter. Und das möchte ich heute das erste Mal aufbauen. Ich habe das schon den ganzen Winter daheim liegen. Ich habe das noch nie aufgebaut gehabt. Das war damals, wie ich es gekriegt habe, war es mir zu kalt. Und heute passt es einmal wieder. Und da möchte ich das einmal zeigen. Wie gesagt, also Mückenschütter, zeige ich euch, wenn ich es aufgestellt habe. Geht mit so Trekkingstecken zum Aufstellen. Darum habe ich heute wieder einmal zwei Trekkingstecken dabei. Und ja, ich würde sagen, ich werde das jetzt einmal aufbauen. Man kann das auch aufbauen, das Mückenschütter auch, das Tarperl auch, und man kann es auch gemeinsam verwenden. Also dazu sind ein paar Hering dabei, Schnirren, ja. Wie gesagt, ich mache jetzt kein Review drüber, weil ich stelle das das erste Mal auf, ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Also ich werde mal das Mückenschütter aufstellen und dann schalte ich wieder dazu. So, also das Moskito-Shelter steht einmal. Masse oder so zeige ich euch dann sowieso bügeln. Da blende ich das alles ein. Ja, schaut einmal relativ gut aus. Da unten könnte man es nochmal auf zwei Punkte anspannen. Aber ich glaube, und jetzt zeige ich euch, was man da noch alles aufmachen kann dran. Also ich muss sagen, es ist auf alle Fälle vielseitig. Man hat da auf alle Fälle mal zwei Reißverschlüsse. Die kann man da egal wie öffnen. Und das ist einmal der für den vorderen Teil. Und dann haben wir da noch einen zweiten. Das finde ich überhaupt geil. Damit könnt ihr die Seiten aufmachen. Entweder nur belüften oder wirklich ganz aufmachen. Aha, okay, das kann man da runterklappen und kann man da einrollen oder auch nicht. Das geht natürlich auf alle zwei Seiten. Zeige ich euch drüben auch gleich. Wie gesagt, geht natürlich auf alle zwei Seiten, das komplett zum Öffnen. Und dann ist es einmal so offen und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Das ist überhaupt geiler. Man kann natürlich auch das vordere komplett öffnen. Könnt ihr da aufrollen, jetzt könnt ihr es da oben noch anhängen und einfach nach hinten werfen. Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Wie gesagt, die Fläche von den zeige ich euch dann noch, die schreibe ich an, wie groß das überall ist. Aber ich finde, das ist schon gewaltig geil. Da könnt ihr da noch ein Lichtl anhängen oder was. Echt super. Jetzt habt ihr am Boden eine richtige Wanne. Die könnt ihr da schön nochmal nachspannen. Das funktioniert mit einer Schnur, dass die richtig schön die Wanne steht. Ah, gefällt mir wirklich sehr gut und ist gut durchdacht, muss ich sagen. Da herum, falls man die halt in die Höhe wickeln will, dass man es anhängen kann, dass alles offen bleibt. Und da, ich muss gestehen, da haben wir hier einen Gummi dazu jetzt eingezogen, dass das ein bisschen länger wird. Weil da kommt jetzt dann noch das Tab drüber in Einsatz. Und das baue ich jetzt auch schnell auf. So Freunde, ich habe jetzt das Tab das erste Mal aufgebaut. Auch. Das Ganze ist auch Silnylon natürlich. Wie man da sehen kann, sind da hier vorne wie so Flügeln quasi. Das kann man
Aushänger. Das sind schöne Verriegelungen da. Und jetzt sieht man, warum der, zeige ich euch gleich näher, warum der Trekkingstecken ein bisschen weiter außen ist, weil da hängt auch das Tarp mit drauf. Ah, ich finde das nicht schlecht. Gut, ich habe da vorne jetzt nichts angespannt, ich habe es auf der Hinterseite nur kurz angespannt. Zeige euch gleich einmal, wie das ausschaut. Da sind diese Flügel quasi, die was da drüber hängen, damit es regendicht ist quasi. Wir haben es da unten auf vier Ecken angespannt, einmal in der Mitte. Und wie gesagt, da sind noch Befestigungen, dass man es ein bisschen wegspannen kann. Auf der drüben Seite habe ich das eh gemacht. Ja, ich finde, das macht dann ganz einen guten Eindruck. Ganz einen guten Eindruck. Da habe ich es etwas weggespannt, aber halt auch nicht. Fast gut auch gerade bei der Bahn da, Spann da. Da habe ich es etwas weggespannt, aber halt auch nicht. Fast gut auch gerade bei der Bahn da steht, habe ich es da angespannt. Aber ich schätze mal, das kommt ganz gut. Wie gesagt, man kann das Tarp natürlich allein verwenden oder eben das Mückenschädel allein, der Tarp drüber werfen, wie sie es wollt. Ja, beim ersten Mal auffahren hat das natürlich ein bisschen gebraucht. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie das gehört. Aber ja, es hängt da ein bisschen durch in der Mitte, aber okay. Ja, es sind genug Schnirlen dabei, ich habe sogar noch Schnirlen in Reserve. Hering habe ich alle verwenden müssen. Da würde ich, ja, weiß ich nicht, vielleicht noch einen brauchen für die zwei Schnirlen da hinten oder mal spann's woanders hin. Ja, man kann natürlich auch da herfahren, dass man dann die eine Leine von diese Wings da unten mitspannt, dann hat man auch wieder zwei Heringe mehr, sag ich einmal. Ja, wenn natürlich das Tarp drauf ist, ist der Einstieg natürlich da hervorn seitlich. Ist klar. Ich sag einmal, ist vielleicht durch die Trekkingstecken da, naja, nicht gerade so weltbewegend, aber man kommt trotzdem rein, sag ich einmal. Ja, wie gesagt, ich finde es nicht so schlecht. Die kann man da wunderschön einhängen. Da sind so Hageln, ich zeige euch gleich näher. Ja, die haben so zum Einhängen was, wo es dann wirklich schön hält. Da hängt man dann auch gleich das zweite dazu. Und kann das schön spannen. Überall sind diese Spanner dabei. Das finde ich auch sehr gut, also die dauern wir schon gut. Ja Freunde, das ist das Wandigris da mit den Wandigris Shelter. Ist ein Silnylon, alles getaped, aber wie gesagt, ich kann euch leider noch nichts sagen, weil das ist das erste Mal aufgestellt. Ja, bin im Augenblick einmal zufrieden. Werden wir mal schauen, wenn es jetzt wärmer wird, wird es eh einmal zum Einsatz kommen. Wie gesagt, man muss das Tarp nicht dazu nehmen. Das Mückenschelter ist ein super Ding. Und wer will ein normales Tarp drüber spannen, muss sich das nicht dazu kaufen. Ja, in dem Sinn sage ich mal wieder danke fürs Zuschauen und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.